Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play NHL 15 im Saisonmodus hier bei Because Gaming is Fun. Ja, im letzten Spiel lief es ja leider nicht ganz so pralle gegen die Kölner, da haben wir im Shootout verloren. In der richtigen Liga jedoch konnten wir uns nach einem spannenden Spiel einen 3:2 Sieg sichern. Heute steht das Spiel gegen die DEG an. Für die läuft es ja nicht so gut, wie es hier aussieht. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall nutzen. Ja, würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wir müssen jetzt unbedingt Siege reinholen, um uns, ja, eine gute Ausgangsposition für die Playoffs zu sichern. Sam Klaassen fällt aus, das ist aber uncool. Aber ich vertraue mal auf den Computer hier. Der wird uns schon irgendeinen ordentlichen Verteidiger reingesetzt haben. Vermutlich Joel Kousen. Aber machst du nichts, wa? Ja, heute Abend geht's gegen die DEG. Wird ein spannendes Spiel, denke ich. Ich bin natürlich wieder vor Ort. Die Freezers ordentlich unterstützen. Ja, Kotschneff steht bei uns im Tor. Bei der DEG Bobby Göpfert. Huiuiui. Kotschneff, dann beweis dich heute mal wieder. Ich setze mein Vertrauen in dich. Enttäusche es nicht. Die DEG hat 7 ihrer letzten 10 Spiele verloren. Könnte man als gutes Omen betrachten. Oder man könnte auch denken, sie sind besonders motiviert, um ihre Negativserie, beziehungsweise ich weiß ja nicht mal, ob es eine Negativserie zurzeit ist. Aber auf jeden Fall. Oh, Pettinger scheitert an Bobby Göpfert. Schon mal eine schöne erste Chance hier. Oh, fuck. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass ich an den Puck rankomme. Ah, oh, oh. Oh, oh. Uiuiui, Kotschneff brillant gegen Turnbull, glaube ich. Da habe ich mir eine dumme Strafe gefangen. 23 von 152 Powerplay-Situationen nur genutzt. Klingt jetzt nicht so pralle. Und Kevin Clark auf dem Weg nach vorne. Clark schießt, aber bleibt an der Verteidigung hängen. Olimp von der DEG. Schön gestoppt von... Was war das denn für eine Aktion von Kotschneff? Alexander Preibisch mit seinem 8. Saisontor. Aber was war das denn von Dmitri Kotschneff? Oh mein Gott! Ja, damit steht es 1-0 für die DEG nach einem kapitalen Fehler von Kotschneff. Jetzt stehe ich schon unter Zugzwang hier. So, Adam Mitchell rein ins Angriffsdrittel auf Marty Sertic. Der schießt Mitchell. Oh, wird abgefälscht. Da kommen sie schon wieder an. Diesmal ist Kotschneff zur Stelle gegen Preibisch. Nochmal gegen Preibisch. Und jetzt kommt Thomas Oppenheimer. Oh, wird da ordentlich von den Beinen geholt. Und das ist eine ordentliche Abseitsstellung. Eieieiei. Scheiße. Ah, das Pulli haben wir vermasselt. Schöner Check von Dewey Westcott. So, Pettinger auf Garrett Festerling. Festerling rein ins Angriffsdrittel. Und Pettinger! Bam! Nach schönem Pass von Jerome Flake hält er da eigentlich fast nur noch die Kelle hin. Und kommt trotzdem an Göpfert vorbei. 9. Saisontor von Matt Pettinger. Vorlage von Jerome Flake und Garrett Festerling. Ah, doch, war schon noch irgendwie ein Schuss. Auf die Stockhand von Göpfert. Da kriegt er seine Schulter nicht mehr schnell genug hoch. Und da ist dann der Ausgleich. Wichtiges Tor. Ganz wichtiges Tor.
and gets it back. Onside. Let's it go. Ja, ich wollte gerade sagen, im Idealfall nicht wieder direkt einschenken lassen. Schön gestört von Thomas Oppenheimer. Fuck. So, Westcott auf Clark, der auf Dupuy. Und der geht jetzt schnell nach vorne. Kommt da vorbei. Oppenheimer! Tor! 2-1! So schnell dreht man das Spiel. Schön hinten gekämpft, Puck geholt. Clark auf Dupuy, der rein ins Angriffsdrittel mit dem Schuss und Oppenheimer staubt dann ab. Vorlage kam vor, also 10. Saisontor von Thomas Oppenheimer und Vorlage kam dann von Dupuy und Kevin Clark. 2-1 habe ich Freezers noch im ersten Drittel. Ja, Patrick Pohl. Unschöne Geschichte, der hat sich im Spiel gegen Köln verletzt, wird mehrere Wochen fehlen. Gute Besserung von meiner Seite damit, mal. Pohl auf Jakobsen. Jakobsen schießt, aber da ist Göpfert bereit. Die DEG hat 5 von 6 Bullies gewonnen. Das ist aber nicht so eine schöne Statistik. Darum ändern wir doch direkt mal was dran. Ah, siehst du, da ist Joel Keusen. Auf Kevin Schmidt! Nochmal wieder Keusen. Keusen! Flake! Tor! Was denn da los, Leute? 3-1! Keusen von der blauen Linie einfach mal rein auf, rauf aufs Tor. Jerome Flake mit seiner mit seinem 22. Saisontor. Vorlage von Joel Keusen und Matt Pettinger. Getümmel vor dem Tor. 3 Freezers vor dem Tor. Die Bobby Gopf wird die Sicht nehmen. Der kann den Puck dann nicht sichern und Flake schiebt ihn dann ein. Schönes Ding. 1:30 im ersten Drittel noch zu spielen. 3:1 Führung. Das sieht doch schön aus. Der war doch draußen. Willst du mich verarschen? Der hat sich doch jetzt nicht ernsthaft Schuber... Nee, Brad Festerling. Das ist genauso schlecht. Wie wär's mal, wenn du abpfeifst, Schiri? Da hat sich jemand verletzt. Alter, was eine Frechheit. Der liegt da seit einer ganzen Spielminute oder so was auf dem Eis rum und der Schiri lässt weiterlaufen. Boah. Teammanagement. Verletzungsbericht. Rückenkrämpfe. Was? Klingt merkwürdig, aber unschön. Gute Besserung, Brad. Hoffe, es ist nichts zu Ernstes. Schall, Garrett den Puck dann nicht. Ja, Brad Festerling ist raus. An seiner Stelle spielt jetzt Roa in dieser Reihe. So, Jerome Flake kurft da ein wenig im eigenen Drittel rum und geht jetzt in die Offensive. Jerome Flake! Was ein Schuss, Mensch! Da gibt es eine Strafe. Da hat Matt Pettinger wohl den Torwart behindert. Natürlich nicht gewollt, aber das interessiert das Spiel ja nicht. Ja, 2 Minuten Powerplay für Behinderung. Mensch. So, diesmal müssen wir besser defensiv stehen. Sagt er und kassiert beinahe das Ding. Danke. So, erstmal weg damit. Schön den Verteidiger abgeschossen. Geil. Nein! Ach, Clark, Mensch. In der Verteidigung bist du auch echt eine Pflaume. Schön gestört. Aber in der Verteidigung ist er echt eine Pflaume. Meine Güte.
marches on a cross. He's got it, but has to get rid of it. Fired away and back down. So, das ist aber eine schöne Unterzahl, die wir hier spielen. Jetzt nochmal Roam, schön mit dem Puck nach vorne. Da kommt jetzt Phil Dupuy, der kriegt ihn aber nicht gegen Fitzgenetz. Aber das... Dupuy! Nach Vorlage von Garrett Festerling. Das konnte ich mir ja nicht nehmen lassen. Da stand Dupuy komplett frei auf dem, beim rechten Bullykreis. Vorlage von Garrett Festerling. 12. Saisontor von Philip Dupuy. 4:1 Hamburg Freezers. Ja, sehr schönes. Schönes Tor. Meine Güte, heute läuft's mal. So, Matt Pettinger, rein ins Angriffsdrittel. Schmidt! Scheitert an Göpfert. So, Keusen auf Flake. Flake mit Tempo rein. Schießt einfach mal drauf. Und haut den Goalie um. Das gibt wieder eine Strafe. Ach Mensch, Leute. Schöner Check von Garrett Festerling da. So, jetzt gib mir doch mal den Puck her hier. Danke. Ja, 2 Minuten für Torwartbehinderung. Ich weiß. So, jetzt nochmal bitte so eine Unterzahl wie eben gerade. Die war nämlich sehr ansprechend. Schön erstmal von Schubert rausgespielt. Da kommt dann Kevin Clark zu Ebner. Kommt aber nicht ran. Schubert ein bisschen zu offensiv, aber... Oh, schade. Ja, der Puck ist dann noch nicht raus. Da steht jemand. Okay, alles klar. Haben die Düsseldorfer verschenkt. Ah, da stand Clark fast richtig. Schade, den ersten Schuss hat Dimitri Kotschnev schön gehalten. Den Abpraller konnte dann nichts mehr machen. Da lag er am Boden. Olymp mit dem Powerplay-Tor. Kotschnev! Meine Güte, was macht er denn da? Der Jung. Aber er hat ihn begraben unter sich. Also alles gut. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? 4:3. Travis Turnbull. Was schickes Bild von ihm. Mensch, der, ah, da muss doch Maxen mit dem Schläger dran sein an dem Puck. Scheiße! Das gibt's doch gar nicht. Oh, Strafe gegen die Düsseldorfer. Für Behinderung müsste das sein, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber egal, Hauptsache wir haben Powerplay. Müssen wir jetzt nur nutzen. Christoph Sch... Oh. War eine interessante Situation, wo ich den Überblick nicht komplett behalten konnte. Oh, an den Pfosten von Thomas Oppenheimer. Oh, jetzt laufe ich da in den Konter rein. Aber sie spielen weg, damit sie wechseln können. Soll mir auch sehr recht sein, dadurch kann Pettinger wieder reingehen ins Angriffsdrittel. Ja, und den Puck verspielen. Scheiße. Huiuiui. Der Pass sollte eigentlich zu Dupuy gehen. Ging da aber beinahe rein ins Tor. Ah,
aber das ist noch nicht gut genug. Ja, und da ist der Puck erstmal wieder raus. So, Rohr auf Flake. Flake kommt da nicht ganz an Bobby Göpfert vorbei. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Sehr schöne Chance. Und da ist das zweite Drittel auch schon vorbei. Beziehungsweise die letzten Sekunden laufen davon. Keusen nochmal von der Blauen, aber Göpfert hat den. 4 zu 3 steht es nach dem zweiten Drittel. Alter Leute, nach dem ersten Drittel 10 zu 7 Schüsse. Im zweiten Drittel 10 zu 11 Schüsse. Die DEG hat ordentlich aufgedreht im zweiten Drittel, muss man ja mal so sagen. Jetzt bloß nicht verschenken. Wie gesagt, das sind wichtige Punkte, die wir hier holen wollen. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen, wie der sich hier durchtankt? So, schön gestealt von Jerome Flake. Oh! Ernsthaft! Meine Güte. Geiler Save von Bobby Göpfert, kann man nicht anders sagen. Scheiß die Wand an. So eine gute Chance, die dann nicht genutzt wird. Kevin Schmidt verballert den Puck da. Leider. Leider, leider, muss man sagen. Ui. Ach, Mensch. Ja, genau. Ja, genau so sollte der Pass kommen. Not. Was ist denn das jetzt für ein Domino-Gespiel hier? Nein! Was ist denn der Bullshit jetzt hier? Jetzt gib mir den Puck her! Aber was ist denn da los gerade? Jetzt gerade ist das ein zerfahrenes Spiel. So, Garrett Festerling jetzt. Geht rein. Schießt! Scheitert aber an Göpfert. Flake schießt auch nochmal. Kommt auch nicht vorbei an Göpfert. Willst du mich jetzt verarschen? Schöner Save von Kotschneff. Festerling auf Lage. Was war das? Das war nicht ich. Oh, schade. Nein. Nein. Wo denn? Oh, Kotschneff, wo stehst du denn da? Eigentlich stehst du da fast viel zu weit rechts. Aber egal, jetzt Morten Madsen. Madsen rüber auf Mitchell. Tor! Boah. 5 zu 3. Adam Mitchell. Uiuiui, das war knappig. Den hatte Göpfert beinahe. Sechstes Saisontor von Adam Mitchell. Vorlage von Morten Madsen und Mathieu Roy. Wie ist der denn vorbeigekommen? Ah, den hat er nur an der Unterkante des Handschuhs erwischt. Und dann ist er ihn doch über die Beine gestolpert. Hui! Wichtiges Tor. Ganz wichtiges Tor. Das war der Pfosten. Alter Schwede, Leute, das war der Pfosten. Jakobsen! Keusen! Oh, am Tor vorbei. Schön gestört von Keusen. Nochmal schön gestört von Keusen. Dann haben sie ihn aber allein gelassen. Travis Turnbull mit dem 5 zu 4.
Scheiße! Jetzt sind sie nochmal wieder rangekommen. Boah, Leute, das Spiel ist mir zu spannend. Travis Turnbull, 16. Saisontor, zweites Tor heute. Puh! Noch 1,5 Minuten zu spielen. Nee, geh mir weg mit Turnbull. Geh mir weg mit Turnbull. Oh, und der Puck ist raus. Gott sei Dank. Oh, warum ist denn da keiner? Gasttorhüter vom Eis. Heißt jetzt oder nie. Oh, das sieht gut aus. Christoph Schubert geht rein und macht den Empty Netter. 6:4. 17,4 Sekunden vor Ende des Spiels. Puh. Das Spiel war ein hartes Stück Arbeit. Da pullen sie nochmal den Goalie. Aber das nützt ihnen jetzt auch nichts mehr. 6:4 gewinnen die Hamburg Freezers gegen die Düsseldorf EG. Heute Abend darf es gerne ein bisschen weniger spannend sein. Da darf es gerne ein bisschen eindeutiger für die Hamburger sein. Dann wäre ich sehr zufrieden. Wie sah es im letzten Drittel aus? Moment, das Tordiagramm im dritten Drittel. 9:6 Schüsse, da hatten wir ein bisschen die Oberhand. Puh, Gott, Leute. Ja, sehr schön, haben wir mal wieder gewonnen. So sehe ich das gerne. Ich glaube, jetzt könnten wir sogar an die Ingolstädter rangekommen sein. Nee, Quatsch, Ingolstadt war auf Platz 2. Wir waren direkt vor uns. Die Münchner. Die Münchner könnten wir uns vielleicht geschnappt haben. Müssen wir gleich mal gucken. So, am Sonntag geht es gegen die Krefelder. In Krefeld. Mal sehen. Schauen wir einmal kurz auf die Tabelle. Haben wir uns vielleicht irgendwas hier geschnappt? Wir haben uns die... Was? Nürnberg haben wir uns geschnappt. Nürnberg und München jetzt beide mit 80 Punkten auf Platz 4 und 5. Wir haben uns Platz 3 geschnappt mit 83 Punkten jetzt. Sehr schön. Mal sehen, wie sieht es hier unten aus. Platz 10 belegt zurzeit Krefeld mit 66 Punkten. Da haben wir also 17 Punkte Vorsprung, haben noch 6 Spiele zu machen. Heißt, wenn wir das nächste Spiel gewinnen, haben wir auf jeden Fall einen Playoff-Platz sicher. Das heißt, wir dürfen uns ranhalten im nächsten Spiel gegen die Krefelder. Die sind auf Platz 10, haben noch alles zu gewinnen oder zu verlieren. Die Berliner kleben den hart im Nacken. Iserlohn ist noch in Reichweite. Ja, und der Rest ist leider schon entschieden, denke ich. Düsseldorf, Schwenning und Straubing können sich vom Playoff-Geschäft schon verabschieden. Schade, schade. Gegen die Straubinger spielen wir am Dienstag. Heißt, da sollten wir uns nicht lumpen lassen und uns auch wieder einen Sieg rausholen. Das wären noch spannende Spieltage bis zu den Playoffs, Leute. Ich sag's euch. Ich danke euch jetzt vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch am Sonntag wieder einschaltet zu der neuesten Folge Let's Play NHL 15 Saisonmodus mit den Hamburg Freezers. Haut rein! Ciao!